Dies ist die wahre und berührende Geschichte vom märchenhaften Erfolg eines Tiroler Bauernbubs zum international anerkannten Bildhauer, der heute selbst den Nachwuchs fördert. Es ist die Geschichte von Richard Agreiter und seiner größten Bronzeskulptur. Pater Thomas! Ja, grüß dich! Nein, ich kann einen Unfall war auf der Straße. Na, hey, lieber Kollege, servus! Ich bin hergekommen, aber ich bin nicht mehr zu tun. Servus, ach du bist auch dabei, servus! Ja, ja! Servus, grüß dich! Wir haben so ein Vorhang da. Mal da. Schon los, ja. Sie bitten, dass Sie einfach ein Stück an der Säule vorbeikommen, damit Sie das Kunstwerk sehen, auf das es heute hier ankommt, das heute hier enthüllt werden soll. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle und darf einige von Ihnen namentlich nennen. Ich begrüße Minister André Rupprechter. Grüß Gott. Ich begrüße den Landeshauptmann Günther Platter. Und seinen Tiroler Künstler, sein Aushängeschild heute, Professor Richard Agreiter. Grüß Gott. Seine Skulptur mit dem Titel Gewissen drückt künstlerisch das aus, was sich im Inneren der Soldaten im Widerstand abgespielt hat. Genial. Ja. Genial, du. Genial. Wir freuen uns ganz besonders auch, dass wir heute auch den Richard Agreiter Preis wieder vergeben können. Diesem hoch angesehenen und verdienten Künstler mit einem großartigen Lebenswerk wird der Berufstitel Professor verliehen. Der Verdienstorden des Landes Südtirol wurde verliehen an Richard Agreiter, Künstler und Bildhauer mit ladinischen Wurzeln. Die Geschichte begann im kleinen Dorf Steinberg am Rofan. Professor Richard Agreiter lädt uns ein, ihn bei der Arbeit an seiner größten Skulptur, der Genese, zu begleiten. Es ist ein spannender Prozess, der hier in seinem Atelier beginnt. Ja, jetzt sind wir da. Da wird hauptsächlich mit Gips gearbeitet, da werden auch die Entwürfe erstellt. Vielleicht ist das der wichtigste Raum, vielleicht. Der kreativste Raum ist es wahrscheinlich. Ja. Genese, was heißt Genese? Genese, das ist ziemlich katholisch, das kommt aus dem Biblischen. Steht für Genesis, Genesis steht für Entstehung. Ich habe dem Begriff Genese eine Form gegeben. Das ist ein männliches und ein weibliches Element. Und diese zwei Elemente, weiblich und männlich oder männlich und weiblich, beschäftigen sich mit der Entstehung. Das könnte 12 Jahre sein jetzt, dass die Urform der Genese entstanden ist. Ich nenne das jetzt ganz bewusst die Urform, eben meine Genese, die steht ja ganz allein da. Das ist wie, wir nehmen hier ein ganz klassisches Beispiel aus der religiösen Kunst, einen Christus. Der wird immer die Arme breit haben, wird festgenagelt sein und wird so dargestellt sein. Und doch jeder Künstler interpretiert ihn, so wie er immer dargestellt war, neu für sich. Und so ist es mit meiner Genese, die für die Bank, wurde sie wieder für die Bank geschaffen. Und eben, das ist vielleicht ganz wichtig, dass man sagen kann, ist diese Skulptur ein starkes Symbol für die Gleichstellung der Frau.
Sie sitzt zwar im Schoß des Mannes, das wollen wir auch nicht abschaffen, das soll so bleiben, aber Sie sind gleich beschäftigt an der Entstehung. Das 1:1-Modell baut er aus Styropor. Manchmal kommt zufällig ein Freund vorbei. Styropor ist von der Belastung her ausreichend, was ich machen möchte. Aber wenn es sich oben biegt und dann auf der anderen Seite runtergeht, dann hätte ich schon Sorge, dass das, und auch von der Verbindung her, brauche ich Stahl mit einem Vierkantdübel, dass es eben hält. Das innere Stahlskelett besteht aus einem Vierkantrohr, das der Dorfschmied anhand dieser maßstabgetreuen Zeichnung zuschneiden und biegen wird. Die noch grob gefertigten Einzelteile werden in den neuen Wintergarten getragen, der für Großskulpturen ausgelegt ist. Pass auf hinter dir! Ich schieb was jetzt. Für den Aufbau der Skulptur lässt sich Richard von einem Kollegen helfen. Glücklicherweise hilft er mir jetzt schon seit einiger Zeit. Es ist der Künstler und Kollege Herbert Gwercher, ein hervorragender Bildhauer aus Brandenburg. Der hat sich eben bereit erklärt, mir beim Aufbau der Skulptur zu helfen. Seine Vorzüge sind natürlich in diesem Fall groß, stark und schwindelfrei. Also ideal für diese Aufgabe. Der kann nämlich ganz nach oben steigen und fällt nicht runter. Was mir schon zweimal passiert ist. Ich bin drin. Da bleibst du mal so. Ja, ich bin gut. So, ja. Siehst du eine? Du musst noch rechts. Ja, okay. Die ganze Skulptur ist aufgebaut auf Harmonie und da braucht es auch in der Arbeitsweise mit der Zusammenarbeit komplette Harmonie, dass es einfach gelingt. Das ist schon wieder schnell. Du, schau mal. Was? Ist da schon ein bisschen weit genug raus bei dem Keil da? Ja, das passt ganz gut. Passt gut, gell? Ja. Ja, du bist sowieso ganz extriger. Bin ein bisschen schwierig da, ja. Muss ich ehrlich sagen. Und wie so oft hat Richard auch selbst gekocht. Einen Winter lang arbeiten die beiden zusammen an der Grundform der Struktur. Aber jetzt gerade das Finale. Das geht nur mehr von mir allein. Da kann man niemand mehr, da kann einen niemand mehr unterstützen. Das muss man allein machen. Ja! Grüß dich, Richard. Hallo, Bernie. Das Brötchen kommt. Servus. Ich bringe da was, aber das ist kein Brötchen, Richard. Kein braunes Brötchen. Kein Brötchen. Was ist das? Siegel aus Olbramov, Gutshof Herrschaft Kratzen, der Grafen von Bukur. Du hast gedacht, warst du dort? Ich war dort. Du warst dort, du hast den Stand gefunden. Ja. Steht nichts mehr. Nein, nichts mehr. Weil es weggerissen. Danke, Mami. Ja, da, bitte. Wenn man bedenkt, dass ich im März geboren bin, 41, im Herbst 41 sind wir da hergekommen. Dann kam 42, im Sommer musste er ins Militär einrücken. Da kann ich mich nur an eine Szene erinnern, das hat auch die Mutter dann erzählt, unvorstellbar geschrien habe, weil er weggegangen ist. Es war ein reines Todesgeschrei von meiner Seite. Und dann hat man natürlich auch an der Mama gemerkt, auch wenn sie mit uns Probleme hatte, kam der Vater, der Papa zur Sprache. Wenn gerade der Papa da wäre, dann wäre schon wieder Ordnung, der würde schon Ordnung schaffen. Mein Gott, ein Schlechter wäre doch besser wie gar keiner. Weil man ja, wenn man gar keinen hat, über einen erwachsenen Mann gar nichts gewusst hat. Überhaupt nichts.
Du hast nicht gewusst, wie er dich auf den Schoß nimmt, wie er dich drückt, wie seine Hände kräftiger zupacken um die Brust. Du hast nicht gewusst, riecht er nach Tabak, Alkohol, Bier oder Wein oder riecht er nach einer Zigarre. Du hast gar nichts gewusst. Du hast auch nicht gewusst, wann wird er gefährlich, wann ist er nett, was ja alles im Begriff ist, hat man es angestellt. Kriegt man vielleicht einen um die Ohren. Das war einfach ein Kapitel, was unbekannt war. Die Verbindung ist das Wichtigste, die Verbindung von den einzelnen Elementen, damit ich die Verbindung herstellen kann von dem einen Element zum anderen über das Vierkantrohr und diesem Vierkantverbindungsstutzen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Der Aufbau selbst, wenn es nur hochgehen würde und nicht überhängen würde, dann wäre wahrscheinlich gar kein Vierkantrohr notwendig. Aber in dem Fall ist es überhängend und das geht ohne Vierkantrohr nicht. Von Kindesbeinen an lernt Richard arbeiten. Seine Mutter diente als Magd bei Schwester und Schwager im Dorfgasthof und ihre drei Söhne mussten mit anpacken. So lernte Richard frühzeitig den Umgang mit Werkzeugen. Die Skulptur nimmt wir die ganze Zeit. Also, wie man sagt, 24 Stunden und eine Nacht. Dieser Skulptur wird einfach alles nachgereiht. Gibt es nichts mehr anders. Und ich bestimme schon seit langem meine Zeit, seit ich eben mit der Bank in Verbindung bin, dass die von mir was haben wollen, konzentriere ich mich einfach nur noch darauf, dass diese Bank nicht nur eine Skulptur kriegt, sie soll auch das Beste kriegen. Das Beste und Schönste. Und es wird das Beste und Schönste von Wien werden. Scheiße. Als Kind lernte das Holzschnitzen von einem Knecht. Die Mutter fördert Richards Talent und schickt den 14-Jährigen für 6 Jahre auf die Kunstschule nach Innsbruck. Es schließt sich eine 2-jährige Hospitanz bei einem Bildhauer in der Schweiz an. Und bereits mit 25 eröffnet er sein eigenes Atelier in Steinberg am Rofan. '69 führt ihn ein Stipendium des Landes Tirol nach Brüssel, an die Königliche Kunstakademie, die er 3 Jahre später mit Auszeichnung abschließt. In diesem Zeitraum lernt er die Belgierin Ghislaine Felix kennen, mit der er gemeinsam das mütterliche Haus vergrößert und zu einer Pension mit Künstlerwerkstatt ausbaut. Jetzt geht es schon um die Feinheiten, jetzt geht es schon darum, das Verhältnis aller drei Elemente, das ist eben das männliche und das weibliche Element plus der Kugel, also eigentlich ist es ein Ei, aber also umgangssprachlich nennen wir es immer die Kugel, dann weiß jeder, was das ist. Und das Problem ist auch, ich muss manchmal zeitlichen Abstand nehmen, sonst werde ich erstens einmal verrückt. Oder ich sehe nichts mehr. Das ist auch im Moment ein kleines Problem, weil jetzt geht es eben wirklich die Feineinstellung. Um die Wirkung der Skulptur zu testen, beschließt er ein Probestellen im Freien, auf einem improvisierten Sockel. Das Probestellen hat die Wichtigkeit, dass ich mit dem Sockel arbeiten kann. Da kann ich den Steinsockel, der ja auch einen Meter hoch ist, und ich muss mit ein paar Zentimeter Abstand rechnen, ich muss auch von,
vom Boden her noch Abstand einkalkulieren, dann komme ich auf 4,70 Meter bis 4,80 Meter. Und das möchte ich draußen im Freien erleben, auf große Distanz, so wie es dann in Wien ist, wo sie gesehen wird. Ich habe alles im Griff. Ich kann noch die Leiter hochsteigen, ich kann 4 Meter hochsteigen. Was mir natürlich dabei geholfen hat, ist Alpinismus. Ich habe in meiner Jugend Alpinismus gemacht. Das hat mir geholfen, Schwindelfreiheit und Angst, sowas kenne ich immer noch nicht. Und das war ja auch schon immer meine Leidenschaft, Grenzgänge sein, Grenzen ausloten, Grenzen der Leistungsfähigkeit und eben auch psychische Belastung, wenn man eben im Fels drinnen ist und dann ist niemand mehr da, außer dein Kamerad unten. Und als ich allein gegangen bin, bin ich eben ganz allein auch noch gegangen. Das war schon spannend, wahrscheinlich auch sau gefährlich, wenn man allein geht. Ich glaube, es hat zur Formung meines Lebens und auch für die Kunst doch was mitgegeben. Sie wird funktionieren. Sie wird funktionieren. Das heißt, sie wird ihre Aufgabe erfüllen. Gemälde und Musik von befreundeten Künstlern inspirieren ihn bei der Arbeit. Die Grundstruktur ist fertig. Jetzt wird die Oberfläche gestaltet. Auf das Styropor klebt der Hanf, damit der formgebende Gips den notwendigen Halt bekommt. Das ist natürlich ein hoher Aufwand, was ich betreibe, aber dafür habe ich dann auch die Sicherheit, dass ich dem Gießer eine Skulptur übergebe und er keine Angst haben muss, dass ihm da was abblättert. Die Oberfläche ist ein ganz wesentlicher Teil einer Skulptur oder unterstützt die Form der Skulptur wesentlich, die Aussagekraft auch. Die Recherchen der auftraggebenden Bank ergeben, dass es im öffentlichen Raum in Wien noch keine sich drehende Skulptur gibt. Sie ist Wiens erste und einzige Skulptur, die sich drehen wird. Da sind wir alle drauf stolz. Ich ganz im Besonderen. Ich sage es jetzt scherzhaft unter uns. Bei den Frauen war ich noch nie der Erste, aber es ist schön, doch einmal der Erste zu sein. Wieder lassen sich Musiker von Arkreiters Figuren inspirieren und bringen die Bronze zum Erklingen. Der Kulturverein Aschenkirch ernennt Richard zum Ehrenmitglied. Danke dir, dass du diese Ehrenmitgliedschaft angenommen hast. Sehr vielen gerne. Dank. Seit 2 Jahrzehnten gießt Richard zusammen mit seinem Gießerfreund Dieter Kröll all seine Figuren selbst. Doch die Genese ist zu groß für sein Atelier und zum ersten Mal muss er eine Figur für den Bronzeguss in fremde Hände geben. Das bereitet ihm Sorge. Gieße ich selbst, dann habe ich durch das Ziselieren und wenn ich 2 Stücke dann gieße, kann ich auch sagen, mit dir mache ich das, mit dir mache ich das. Weil sie eben von der Temperatur her, vom Guss her, sich doch etwas anders entwickelt haben. Und vor allem kann ich bei solchen Figuren, wenn ich 2, 3 gieße, sagen, oh, dich lasse ich, wie du bist. Bei dir verändere ich ein bisschen was. Und bei dir, na, da warten wir noch ein bisschen, bis die gemacht sind. Also da ist ja noch eine Recherche an Möglichkeiten drinnen, die du nicht hast, wenn du die Skulptur abgießt und sagst, das soll ich nicht machen. Der schleift das zurecht und schleift doch viel kaputt dabei. Aber er macht sie, wie du bestellt hast. Ne? Das tut weh, wenn man sie weggeben muss. Das tut sehr, sehr weh. Und ich komme mir gerade so vor wie eine Mama, die ihr Baby abgibt für die Betreuung und zum Aufziehen. Das tut weh. Aber jetzt doch größenbedingt und altersbedingt habe ich keine andere Wahl. Und wenn ich zwischen 5 und 10 Mal nach Vicenza in die Gießerei fahre und mein Baby da unten noch nachbetreue und achte darauf, dass es dem Baby gut geht, dann kompensiere ich damit schon sehr viel. Nieder!
Strassen. Strassen. Das ist der Stress, das Auf- und Abbauen. Ja, heute ist gut gegangen. Heute ist es nur gut gegangen, weil ihr da seid und wir wollten uns nicht blamieren. Aber sonst ist es manchmal mit Schikanen verbunden gewesen. Den Transport in die Gießerei macht er zusammen mit seinen Freunden, die ihm schon bei vielen Ausstellungen in ganz Europa geholfen haben. Passt schon hinten, passt gut. Ja. Aber es schneit. Ja, ja. Es schneit. Es ist sowieso nicht so schön. Ja. Ja, und wir müssen erst rein. Schöne Kuss nicht mehr liegen. Nach langen Recherchen hat er sich für die Kunstgießerei Fonderia Artistica Agostini in Gambellara in Norditalien entschieden. So wie wenn man selber gießt, ist es nicht. Das ist nicht möglich. Da müsste ich täglich drunten sein. Jetzt eben muss ich darauf vertrauen, dass diese Leute wirklich gut sind. Und die sind gut. Und ich bin ja auch beim Wachs dabei. Und ich bin auch beim Ziselieren dabei. Ich bin auch dabei beim Patinieren, wenn die Patina bestimmt wird. Also man kann schon noch sehr viel tun. Also hinbringen und abholen wäre mir zu wenig. Viel zu wenig. Man muss dranbleiben. Richard demonstriert den Aufbau der Skulptur. Aber er spricht kein Wort Italienisch und die Arbeiter kein Deutsch. Glücklicherweise spricht er Französisch, das er beim Studium an der Königlichen Kunstakademie in Brüssel gelernt hat. So kann er mit dem Chef der Gießerei kommunizieren. Für die Klärung wichtiger technischer Details zieht Mirko Paolini seine Fachleute hinzu. L'unica calcola che lo spazio da qua a qua sia più largo in modo che si inserisse ad incastro, che sia più facile dire che fare. Perché essere grande è per cos'altro. Però era inserirsi in questa maniera qua. E andare in piedi dentro. Vuoi aver provato avec cela? Avec le grand? No. No, c'è pas nécessaire parce que j'ai mesuré. On a un auteur ici. Ici c'è tanto da fare. Et ici, c'est facile. Hier ist ein Himmel. Il faut faire comme ça. Hop, bien, gebrochen, die Kali. Après la fusion en bronze, vous avez la sculpture plus petite de 3%. C'est régulière. Ce n'est pas le même. Oui, ça, je sais bien. Tu peux avoir. Oui. Mais quand même, la relation reste toujours la même. Quand c'est plus petit comme ça, ça devient plus petit comme ça aussi. Oui, non. En granit. Ici, on a la sculpture. Pour ça, il y a 1 cm. Et ici, il y a les bulles et un vis. On a besoin de 4 trous quand on voit ça dessus, c'est comme ça. Intérieur, c'est comme ça. 1, 2, 3, 4 trous. Et ici, c'est compris, hein, c'est 1 cm plus fort pour stabiliser. Si, c'est là, c'est bon. Mais, nous, c'est la même chose, mais nous allons mettre des screws. Je suis tout d'accord parce que l'ingénieur m'a demandé les meilleures méthodes pour fixer. Et je dis que je vais demander l'expert de la fonderie. C'est plus résistant. Il a plus fort. Fer à croix. La solution, c'est faire la structure à l'intérieur en inox. Mais nous pouvons voir ensemble, à le moment, ce n'est pas un problème. Oui, non, ça ne peut pas être un problème. Parce que... compris, et ça, c'est très nécessaire aussi. On place la sculpture et les
Die Arbeit in der Gießerei wird ein halbes Jahr dauern. Viele Arbeitsschritte sind notwendig. Zunächst wird von jedem Einzelteil der Skulptur ein Gipsabdruck gemacht, der alle Nuancen spiegelt. So entsteht die Negativform, die nach dem Austrocknen vom Original abgetrennt wird. Auf das Negativ wird flüssiges Wachs gestrichen, um jedes Detail zu erfassen. Dann wird eine zweite, dickere Wachsschicht aufgetragen. Und alles, was jetzt Wachs ist, wird später Bronze sein. In den Hohlraum des mit Wachs ausgelegten Negativs wird ein Gemisch aus Tennissand und Gips gegossen. Nach dem Austrocknen entsteht der Kern, der das Wachspositiv stabilisiert. Ich glaube, die haben alles abgeformt im Wachs, alles. Wow, waren fleißig, das muss man sagen. Die waren sehr, sehr fleißig. Ja, das ist so. Die haben das jetzt in Wachs geformt und haben das zweiteilig gemacht. Das war ein Element, der Bogen ein Element. Die zwei Elemente wurden an der Kante verbunden und die haben das etwas zu glatt geschmiert. So wie da, man sieht es da, das ist zu glatt. Ich möchte, dass die Kante zwar erhalten bleibt, aber lebendiger gestaltet wird. So wie wir jetzt da ein schönes Beispiel haben da runter oder wie sie bereits jetzt auch macht, hat das perfekt begriffen. Sie ist ganz sicher hochbegabt und nicht nur schön, sondern die kann auch was. Und so ist es schon angenehm zu arbeiten mit solchen Leuten. Während die Oberfläche vollendet wird, prägt der Künstler selbst sein Signi in Wachs. Und habe dann doch die Verbindung zur Gießerei sehr neu hergestellt und verbunden, weil die City ist wichtig. Und eben 2014. Dieses AR wird, ja, wie soll ich denn sagen, der Traum eigentlich eines jeden Künstlers, dass es einmal so bekannt ist wie der gute Stern auf der Straße. Da braucht man auch nicht sagen, was das ist, dann weiß man, was es ist. Die sorgfältig gesetzten Bambusröhrchen bilden den Anschnitt, wie die Gießer sagen. Bambus und Wachs werden im Ofen verbrennen, um den Hohlraum zu schaffen, in den die Bronze einfließen kann. Zunächst wird das gut präparierte Wachspositiv eingemantelt. Es ist dasselbe Gemisch, aus dem auch der Kern besteht. Im Brennofen werden die Figuren auf 600 Grad erhitzt und ausgehärtet. Dabei verbrennt der Bambus das Wachs vergast. Nach dem Packen werden die Figuren im Sand vergraben, damit sie später dem Druck standhalten, der beim Einguss der Bronze entsteht. Ein halbes Jahr lang pendelt Richard zwischen der Gießerei und seinem Haus Ghana in Tirol. Ich mache jetzt die Gulaschsuppe, die sehr vielen Leuten sehr gut gefällt. So, jetzt habe ich die erste Runde ein bisschen braun gekriegt. Schön, ja, yeah, perfekt, schöner geht's immer. Die flüssige Bronze wird bei 1250 Grad Celsius in die im Sand vergrabenen Formen gegossen. Auf der sich schnell abkühlenden Oberfläche entsteht Schlacke, die Richard nun zurückhält, damit keine Verstopfung entsteht. Nach dem Abkühlen werden die Formen aus dem Sand geholt und vom Mantel befreit. Die Einflusskanäle werden abgetrennt und zum Schluss wird auch der Kern entfernt.
Erster Kontakt mit der gegossenen Bronze. Die Bronzeformen werden von allem Überflüssigen befreit und dann die einzelnen Teile miteinander verschweißt. Und jetzt der spannende Moment. Hat Richard richtig gemessen? Le point, le centre de autour, il est au milieu, das ist auf dem Gerät. Wir werden sie auf einen Drehkranz setzen, die Skulptur, da können wir genau beobachten, wie sie justiert ist. Das ist sehr wichtig, weil auch in Wien wird sie vor dem Haus, wird sie sich langsam drehen. Und das möchte ich jetzt sehen. Sie wollen es auch wissen, die Gießer. Piccolo. Wir haben die Skulptur einjustiert, wir haben es mit dem Laser machen können. Und somit haben wir eine minimale Abweichung aus der Achse oben, die auch sein sollte, damit es ein bisschen lebendiger wird. Und genau, wir haben es ganz genau und gut erwischt. La perpendicolarità della statua a seconda della sua, del suo vedere, modo di vedere. Bene così. Quando lo scultore è contento, noi siamo più contenti. Bravo, grazie. Prego. Ich habe die Höhe auf 3,30 Meter hinkalkuliert. Und wir sind genau gelandet bei 3,32 Meter. Das ist eine hochwertige Meisterleistung. Da würde ich schon sagen, das ist eine Ingenieurleistung. Und auch das darf erzählt werden. Richard und Gislin werden als Ehrengäste auf Schloss Tirol bei Meran vom Landeshauptmann empfangen. Richards Eltern stammen aus Ladinien, einem Teil Südtirols. Hier ist er verwurzelt und hier fühlt er seine seelische Heimat. Wir wissen aber ganz genau, dass von selber nie etwas geschieht, sondern wenn auch die Kompetenzen, die Rahmenbedingungen da sind, es braucht immer Frauen und Männer, die irgendetwas bewegen. Lieber Professor Agreiter, wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie in all diesen Zeiten, wo Sie in der ganzen Welt herum waren, Sie waren immer stolz, ein Südtiroler, ein Tiroler zu sein. Sie haben immer von unserem Land erzählt, was der Faschismus und der Nationalsozialismus uns angetan haben. Sie haben erzählt, was wir in unserem Lande wieder aufgebaut haben. Aber ich möchte Ihnen auch danken, weil Sie derjenige war, der aus freien Stücken gesagt hat, mein Nachlass soll dem Museum von St. Martin im Gardatal gehören. Wir können Ihnen versichern, dass wir diesen Nachlass so verwalten, dass wir alles tun werden, um Ihre Absichten umzusetzen. Das heißt, dass das ein Bindeglied wird, auch in der Kunst zwischen Nordtirol und Südtirol, dass wir auf die Art und Weise Ihnen sagen, lieber Agreiter, herzlich willkommen wieder in Südtirol. Zurück in der Gießerei. Das Abflämmern lässt die kunstvoll erschaffene Oberflächenstruktur sichtbar werden. Die chemische Lösung, wodurch die Figur Glanz und Farbe, die Patina, erhält, hat Richard gemeinsam mit dem Patiniermeister ausgewählt. Der Massimo, mit dem ich das besprochen habe, hat da schon in den richtigen Topf gegriffen, um die beste Patina zu finden. Und ich bin jetzt gerade dabei, mitzurumpeln, um die Struktur noch in der letzten Nuance und Feinheit hervorzuheben. Bewusst habe ich die Oberfläche so strukturiert, dass man dann eben Struktur hat und dadurch die Skulptur über die Oberfläche noch ein bisschen lebendiger wird. Hier haben Sie wieder die Kanten poliert und sehen dadurch die Bronze und haben in der Vertiefung drinnen die dunklen Stellen. Und dadurch wird es noch lebendiger. Es kommt auch schön zur Geltung. Das
bin da so gut gelandet und bin glücklich, dass ich da war und noch bin und wahrscheinlich wiederkomme. 6 Monate haben die Gießer an der Skulptur Genese gearbeitet. So, jetzt habe ich scharfen Paprika drinnen und ich habe normalen Paprika drinnen. Ich habe das Currypulver drinnen. Ich habe da Paradeisermark drinnen. Dann nehmen wir Wacholder und die drücken wir mit dem Messer ein bisschen an, damit sie dann das Aroma freigeben oder leichter freigeben. Wurzen, schmeißen wir rein. Es ist vollbracht, das Werk. Fehlen nur noch die Kartoffeln. Mitten im Herzen von Wien soll sich die Genese von Richard Argreiter drehen. Auftraggeber ist die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien. Dieser Neubau der Bank ist das erste Passivhochhaus Europas, erzählt uns Stolz, der aus Südtirol stammende Ingenieur. Also ich habe örtliche Bauaufsicht gemacht. Ich habe das Projekt rund 3 Jahre lang betreut. Ja, und jetzt stehen wir hier und erwarten schon sehr spannend auf das Sahnehäubchen, die Kunstskulptur von Professor Argreiter. Er und sein Team haben den Unterbau für die Genese konstruiert. Jetzt sieht man, wir haben es jetzt gerade hier probeweise und für die Vorführung in Betrieb genommen. Naja, wir haben hier zum einen das Gehäuse, das Stahlrohr. Über das Stahlrohr werden die Lasten aufgenommen. Die sind ja auch in Summe rund 4,5 Tonnen, die hier noch draufgestellt werden. Den Granitsockel liefert Steinmetz Wieser. Über bildende Kunst soll man nicht so viel reden, sondern wirklich anschauen. Lassen Sie mich dennoch ein paar Worte über das Werk, das ein Solitär ist, auch im Gesamtschaffen von Professor Argreiter ist. Natur und Mensch, das sind die zentralen Themen seines bildhauerischen Schaffens. Und das hat er realisiert in Holz, in Gips, in Stein natürlich, auch in Ton, aber vor allem in Bronze. Sie haben schon hingesehen, organisch, kristalline Formen, sehr rhythmenhaft, das ist das Wesentliche im gestalterischen Prozess von Professor Argreiter. Der Titel Genese. Dieser Titel meint genau das, was er auch heißt, nämlich das Entstehen und Werden. Das Thema des Kosmos, das Thema Weltwerdung und auch das Thema Natur, das sind eben ganz spezielle Themen, die er hier mit diesem Werk auch geschaffen hat. Das Ineinander und das Verschränkende symbolisiert das Männliche und das Weibliche. Und in der Mitte, diese Eiform deutet natürlich auf den Ursprung des Lebens. Die rechte Kette ist zu locker, müssen wir aufpassen. Das kann dann anfangen rutschen, dann fällt alles runter. Ja, wie machen wir dann? Diese Kette verkürzen und dann noch einmal anheben, dann rutscht sie fast hinein. Ja. Wenn rechts muss anziehen, rechts muss gezogen werden, dann rutscht sie schon rein. In ihrer abstrakten Form ist das Werk ein Kind der Moderne. Aber dabei ist es nicht so, dass das Thema der Abstraktion als plastische Form bei ihm thematisiert wird. Nein, das Thema ist das Existenzielle auch für die Skulptur. Wir kennen den Satz, Formfindung ist Weltfindung, aber Weltfindung ist auch Formfindung. Und Weltfindung heißt, ein Thema in die Hand nehmen und aufgreifen. Und für Professor Argreiter ist das Besondere für ihn selbst an diesem Werk auch das Faktum, dass er damit den Begriff der Genese, in eine bildhauerische Form zu bringen vermochte. Das ist sozusagen seine große künstlerische Leistung mit diesem Werk. Abstand halten dürfen wir nicht vergessen.
Jede Kunst muss aus ihrer Zeit wachsen, damit sie wirklich stark ist, damit sie eine Aussage und eine Gültigkeit hat. Und in dieser Hinsicht ist das Werk einer der wunderbarsten Großplastiken, die in den letzten ein, zwei Jahrzehnten entstanden ist. Und ich denke, sie ordnet sich würdig ein in das Werk eines Anton Hanak, eines Wotrubas oder auch in gewisser Hinsicht eines Radlitschkas. Also die ist doch schön. Die ist mehr als schön. Mehr schön, ja. Ich bin jetzt so begeistert. Und ich darf sagen, Herr Hoppenheim, es ist der schönste Tag meines Lebens. Ich bin 74. Lebensjahr. Andere, für andere ist es die Scheidung, für andere die Hochzeit. Für mich ist er da. Ich freue mich wirklich von Herzen, dass er hier in Wien seine große Leidenschaft hier vor Ort stationieren konnte. Dass es für ihn eine große Freude ist, dass es der schönste Tag für ihn geworden ist. Danke. Und ich komme auch ganz, ganz gern wieder nach Tirol, um die gute, gute Gulaschsuppe zu genießen und unsere Freundschaft zu leben. Ja, und auch das nächste Bild liefern. Und das nächste Bild liefern. Dankeschön. Danke. Es ist aber eine lange Geschichte, nämlich auch zeitlich eine lange Geschichte. Ich habe Sie vorher plaudern gehört mit dem Künstler. Das hat irgendwie 2006 schon begonnen. Daher hat es verschiedenste Ideen gegeben. Der Wunsch, der da war, sich mit Raiffeisen auseinanderzusetzen, was kann denn zu uns passen? Und die Genese, wenn man sich diese Skulptur anschaut, dann sieht man etwas zutiefst Menschliches. Wie etwas wird, es symbolisiert das Männliche, das Weibliche, aber auch es geht um das Entstehen, das Werden. Wie geht man auch in die Zukunft? Und in diesem Haus beschreiten wir auch einen neuen Weg. Und daher passt diese Skulptur, diese Genese auch zu unserem Werteverständnis sehr, sehr gut dazu. Und insofern ist diese Plastik wirklich authentisch. Professor Ackreiter hätte es nicht gemacht, wenn er nicht Zugang zum Weltbild und zum Selbstverständnis von Raiffeisen gefunden hat. Ich finde die Idee sehr gut. Ich finde die Ausführung sehr, sehr gut, habe eine große Freude. Ja, du hast recht, das Haus hat dadurch gewonnen. Ich schaue den Architekten an und es kann nur noch mehr gewinnen. Und ein letztes muss ich schon noch sagen. Man redet immer über den Künstler Ackreiter. Er ist ein gastfreundlicher Mensch. Ich kenne niemanden, der so eine wunderbare Gulaschsuppe macht. Also eine Gulaschsuppe und nachher der Wein dazu, das ist einfach etwas ganz Köstliches. Und lieber Richard, ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute. Du großer Künstler und großer Freund des Friedens. Danke, danke, danke. Danke. Professor Richard Ackreiter verzichtet auf einen Teil seines Honorars und gründet damit eine Stiftung, um verdiente zeitgenössische Bildhauer zu ehren. Hey.